Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Heute Cheater im Major Qualifier. Ich habe hier was Kleines. Und zwar ein Zwergeliese. Ein roter Zwerg. Einige von euch haben mich kontaktiert und mich gebeten, über diese Cheater-Sache zu sprechen, die da im Open Qualifier für das aktuelle Major stattgefunden hat. Im Stream haben wir schon kurz darüber gesprochen, da waren aber nicht die Leute da, die mich diesbezüglich gefragt haben und ich war selbst auch nicht im Bilde, also ich wusste nicht, was genau abgegangen ist, jetzt habe ich mich ein bisschen eingelesen. Hier ein paar Infos und meine Gedanken dazu. Im Open Qualifier für dieses Major 2024, also jetzt im März, gab es einige Cheater, die aufgefallen sind. Ein gewisser Teil von diesen Qualifier-Spielen wurden auf Server gespielt, die über das Anti-Cheat Arcross geschützt sind. Und Arcross hat 30 Spiele gefunden, bis jetzt die Third-Party-Software nutzen. Bei diesen Cheatern hat es sich hauptsächlich um Cheats gehandelt, die auf dem Kernel-Level oder Hardware-basiert laufen. Also in Kurzform fortgeschrittene Cheats, schon recht starke Cheats. Kernel-Level ist also Prioritäten-Level 0. Von der Prioritätsstufe geht es also eigentlich im einfachen Sinne nicht tiefer. Das Kernel-Level ist ganz unten und außenrum, ganz außen im Ring laufen halt dann die Applikationen. Hier am Ende sagen sie dann auch, dass Cheating in CS2 komplett außer Kontrolle geraten ist. Dazu sage ich auch gleich dann nochmal was Spezielles. Das ist so im Kurzen schon mal, es ist einfach im Moment auch sehr in, gegen Counter-Strike zu schießen, also für Klicks und so weiter und so fort. Das ist einfach sehr im Trend. Noch wichtig zu erwähnen als Background-Info ist, dass in den meisten Regionen, Arcross als Anti-Cheat genutzt wird, nicht überall. Es ist also auch sehr gut möglich, dass da noch viel, viel mehr Cheater reindödeln, ohne dass sie entdeckt wurden, weil Arcross das nicht eben aufgreifen kann, beziehungsweise weil das vielleicht dann gar keine geschützten Server sind. Ich weiß es nicht. Ich kann mir es eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass bei so einem großen Event unter anderem eben auch Server genutzt werden, die gar nicht geschützt sind. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn ich hier aber lese, dass generell die gesamte Organisation von diesem PGL nicht so toll ist, dann wäre das gar nicht so verwunderlich. Denn neben der Cheater-Geschichte haben sie wohl auch schon logistisch ordentlich reingeschissen. Zum Beispiel haben Sign-Up-Pages nicht richtig funktioniert. Das klingt also auch schon nach einem Clusterfuck irgendwie. Normalerweise sollte man ja davon ausgehen, dass man über die letzten Major, ich meine, das war CSGO, ob das jetzt CS2 oder CSGO ist, ist ja eigentlich egal. Die ganze Logistik sollte ja bereits stehen. Der Ablauf sollte eigentlich geklärt sein über die Jahre, wo es, ich sag mal, gut funktioniert hat, wahrscheinlich. Man sollte meinen, es geht alles klar, auch wenn es jetzt das allererste Major in CS2 ist. Es ist zwar dann wiederum halt schon was Besonderes, aber dann irgendwie eigentlich auch nicht so richtig, oder? Ich meine, das sollte ja genauso sein wie die Jahre davor, nur halt jetzt mit CS2. Aber scheinbar ist es jetzt was ganz was anderes. Gerade weil es das allererste ist, sind wahrscheinlich auch die Dimensionen einfach andere. Allein China hat zum Beispiel 3100 Teams registriert. Das ist schon ziemlich viel. Teams, wohlgemerkt, nicht einzelne Spieler. Deren Event wird aber wiederum anders organisiert. Die ganze Geschichte hier mit Arcross über Challenger Mode, das sind 1,5k Teams, also 1500 Teams, beziehungsweise 7500 Spieler. Das sind schon jede Menge Spieler, wobei nichtsdestotrotz 30 Cheatende trotzdem eine nicht zu vernachlässigende Zahl sind. Aber ja, ich würde hier direkt, und jetzt komme ich so ein bisschen in meine Meinung mit rein. Also zuallererst ist das sicherlich nicht das erste Mal, dass in diesen Größen oder Höhen, vom Skill her, wie auch immer, gecheatet wird. Das haben wir in Go, in Source 1.6 und so weiter auch gehabt. Zweitens ist die Spieleranzahl sicherlich nochmal ein gutes Stück gestiegen, wobei ich keine Zahlen zu den Qualifier der letzten paar Jahre habe, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es halt einfach mehr sind als noch vor 10 Jahren zum Beispiel. Darum ist natürlich auch die Anzahl der Cheater insgesamt dann höher, also im Vergleich. Und zu guter Letzt, es geht hier natürlich um Ansehen und Geld. Und da hat man sowieso immer mit sowas zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie man das in der Vergangenheit kommuniziert hat mit den Cheatern. Ich nehme an, da war einfach auch alles öffentlich oder es wurde einfach halt mehr oder weniger rausposaunt, wenn irgendwas vorgefallen ist oder war. Natürlich ist die ganze Sache halt jetzt deutlich mehr im Fokus, weil es eben das allererste Major in CS2 ist. Was möchte ich damit jetzt sagen? Also ich will das nicht runterspielen oder irgendwie auf irgendeine Art und Weise kleinreden. Ich gehe davon aus, dass man schon immer mit Cheatern Probleme gehabt hat, auch in diesen hohen Bereichen. Über die letzten paar Jahre gab es immer wieder große Schlagzeilen, in denen mitunter wirklich namhafte Spieler des Cheatens überführt wurden. Und ich denke, in der Hinsicht muss man auf jeden Fall noch weiter, gerade in dem Bereich, schauen, dass die Leute keine Möglichkeit haben, irgendwas von zu Hause, wenn es dann um die richtigen Spiele geht, mitzunehmen. Bei den Qualifiern muss man gucken, dass man da mit anderen Anti-Cheat-Möglichkeiten dagegen angeht. Scheinbar ist dieses Arcross-Anti-Cheat ja ziemlich stark. Das wird selbst auf Kernel- oder Kernel-Level laufen, um solche Sachen zu erkennen. Ich weiß, dass es auch Cheats gibt, die dann da auch wieder in eine andere Richtung gehen können und das auch wiederum ausheben können. Und dann gibt es auch wieder Anti-Cheats, die sowas erkennen können und so weiter und so fort. Es ist sowieso ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Möglicherweise wird man in Zukunft auf sowas wie Anybrain setzen. Da werde ich bestimmt auch nochmal ein eigenes Video zu machen. Denn das guckt, jetzt ganz kurz gesagt, ob das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, menschlich ist,
oder nicht. Möglicherweise ist sowas dann einfach irgendwann Pflicht, plus vielleicht einfach, gut, in solchen großen Majors ist es ja eigentlich schon, du wirst ja da als Mensch gebannt. Ne? Also wenn irgendein echter Mensch in so einer riesigen Halle hockt mit tausenden von Zuschauern und cheatet und man findet es heraus, dann ist der ja gebannt. Dieser Mensch, jetzt nicht sein Account oder irgendwas, sondern der ist weg. Möglicherweise wird es in Zukunft auch sowas geben, dass man zumindest bei so Qualifiern sagt, so, ihr seid jetzt fingerprintmäßig zum Beispiel oder anderweitig an euren Account gebunden und wenn hier festgestellt wird, dass einer von euch cheatet, über Across oder über sonst was, auch über WAG meinetwegen, wenn es was findet, dann seid ihr als Mensch einfach gebannt, dann seid ihr weg. Dann könnt ihr nie wieder antreten. Oder meinetwegen nach einer Strafzeit von 20 Jahren oder so. Also aus meiner Sicht ist das jetzt nichts Tragisches. Wie gesagt, es wirkt jetzt so, als wenn was sowieso immer passiert, plötzlich extrem hervorgehoben werden würde, weil es eben um CS2 geht. Ne, wenn das bei Go wäre, würde es halt heißen, ja, die üblichen Affen waren mal wieder dran, haben reingecheatet. Bei CS2 ist es halt direkt uiuiuiui. CS2 ist ganz schön vercheatet, um nochmal auf den Punkt von vorhin zurückzukommen. Man kann mit solchen Aussagen, Counter-Strike oder in dem Fall CS2 ist sehr vercheatet oder CS2 ist ganz schlecht und das letzte seiner Art und Counter-Strike geht zugrunde, Counter-Strike stirbt, das ist, hört man ja schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren, dass CS stirbt, immer mit jedem Teil, der halt neu kommt. Mit solchen Aussagen kann man natürlich gerade jetzt im Moment richtig, richtig gut Traction, also Zugkraft und so weiter entwickeln, also in Social-Media-Kreisen. Du kannst damit halt viele Klicks baiten. Darum ist das natürlich was gerade solche News-Outlets, ich werde euch die einfach verlinken, die ich gezeigt habe, das nutzen die natürlich sehr, sehr gerne. Auch wir Creator oder Medienproduzenten oder YouTuber oder wie man es eben nennen möchte, nutzen ja auch gerne solche Superlative. Das schlimmste Spiel aller Zeiten, das beste Spiel aller Zeiten, die krassesten Cheater-Welt, die es gibt, bla bla bla. Das sind Dinge, die natürlich einfach Klicks ziehen. Wir sollten dabei nur eine Sache nicht vergessen, es ist alles nur halb so wild und gleichzeitig auch nur halb so gut, wie es eben oft dargestellt wird. Es ist alles einfach so mittel, einfach so wie immer. Und gerade eben in Sachen Cheatern sollte sich niemand verrückt machen lassen von solchen Neuigkeiten. Und ja, mir ist schon klar, dass ich hier genau das auch betreibe. Nur haue ich halt immer, immer und immer wieder diese Disclaimer rein, dass man einfach mal ein bisschen, cool bleiben sollte. Es ist ähnlich, wie wenn du dich verrückt machen lässt von Dingen, die dir im echten Leben passieren können und dann traust du dich nicht mehr raus, weil du Angst hast, dass du vom Blitz getroffen wirst, dass du ausgeraubt wirst, dass du angefahren wirst. Alles hat seine eigene Wahrscheinlichkeit. Manches ist wahrscheinlicher, das andere weniger wahrscheinlich. Und es gibt zum Beispiel Menschen, die sich dann eine richtige Angststörung antrainieren, weil sie sich immer und immer wieder damit zuschütten mit Informationen zu solchen Geschichten, was passieren kann, wenn du dein Haus verlässt. Und dasselbe gilt eben auch für die Cheater-Angst, nicht nur in Counter-Strike, sondern natürlich generell bei den Gamern, bei den Spielern. Es prasselt einfach immer wieder auf dich ein, dass Valorant, Counter-Strike, PUBG, GTA, was weiß ich, alles vercheatet, vermoddet, verschissen und so weiter und so fort. Und dann bauen halt sehr viele diese Furcht auf und haben halt sofort bei irgendeinem Erlebnis den Gedanken, na, vielleicht hat er an. Und das ist halt nicht so gut. Und ich will hier auf keinen Fall, ich weiß, es ist irgendwie so ein immer wiederkehrendes Thema die letzten 5, 6, 7 Jahre hier auf dem Kanal. Ich will hier auf keinen Fall sagen, dass man die Cheater cheaten lassen sollte oder sowas. Wichtig ist, dass wir Spieler uns selbst spielen lassen sollten. Einfach spielen, versuchen Spaß zu haben, dafür sind die Spiele da und reindödeln. Wir können nicht mehr machen. Wenn ihr meint, dass ihr einen Cheater seht, dann könnt ihr den reporten und das war's. Alles andere ist halt eigentlich Quatsch, vor allem sich großartig darüber aufzuregen. Gerade wenn du es halt nicht zu 100% weißt. Ich meine, die meisten sagen, der hat an. Und wenn man dann fragt, okay, was genau? Und hinterher sagen so, nee, weiß ich auch nicht. Aber das fühlt sich so an. Der hat bestimmt zu 90% an. Tja, und was ist, wenn er nicht an hat? Dann hast du dich aufgeregt über jemanden, der halt einfach besser war oder gesmurft hat oder sonst was. Es geht hier wie so oft nur um das eigene Mindset und wie du dich besser fühlen kannst. Ja, und das war es dann eigentlich. Vielleicht noch als kurzer, nachgereichter Gedanke. Es ist natürlich eine Sauerei, dass es solche Affen gibt, die in solchen großen Events cheaten und dann wiederum andere Teams, wenn es nicht direkt entdeckt wird, besiegen und diese Teams, die vielleicht seit 5, 6, 7 Jahren trainieren, auf diesen Moment hin dann nicht weiterkommen oder erst ein Jahr später weiterkommen, weil erst dann die Cheater festgestellt wurden, sie bekommen die nächste Chance, man merkt, die sind wirklich gut und so weiter, dass sich das alles verzögert für die, ist natürlich absolut Trash. Ich behaupte, dass wirkliches Können, also richtiger, echter Skill, dass sich das immer durchsetzt und auch irgendwann appreciated wird in Form von Liga-Gewinn, Preisgeldern, Ansehen und so weiter und so fort. Es wird sich durchsetzen, wenn man am Ball bleibt. Aber es ist natürlich absolut Trash, dass in solchen Spielen, in solch hohen Ligen halt reingecheatet wird. Das wäre es dann soweit gewesen, aber zuerst lösen wir natürlich noch mindestens zwei Giveaways auf, denn ich bin gerade ein bisschen hinten dran. Wir haben 5 offene aktuell. So, dann machen wir mal zuallererst den Mekten Allure.
Stat-Track, die wir jetzt rausklöppeln. Das war das Video vom 8.1. Vielen lieben Dank für 64 Kommentare. Ihr alten Maker, ist das wirklich, wirklich, wirklich nice. Passt auf, der Gewinner, oh, was musste man schreiben? Mal gucken, ob ich mich erinnere durch das Lesen des Kommentars. Ich habe es letztens noch angesprochen. Natürlich kann auch mein angepinnter Kommentar gewinnen. Ich ziehe logischerweise jemand neuen. Schiedi. So, es hat gewonnen Mr. D. CS. IMA 800 DPI auf 0,55 Cents, aber ist nur bei CS so, sonst eher High Sense. Ich nehme an, man sollte über seine eigene Sense schreiben. Ich gucke aber kurz nach. Man soll sagen, ob man schon in einem Stream mit mir gezockt hat. Ah! Weil bei CS immer das Treffen immer da sein könnte, wie zum Beispiel in einem BR, wo man ständig andere Winkel halten muss, die AWP-Sense. Oh, okay. Deke CS, leider hast du nicht die Codephrase geschrieben. Also so wie jetzt zum Beispiel hier Tobias. Mit oder gegen dich habe ich da nicht gezockt. Mit dir gezockt. Also ich muss jetzt da nochmal einziehen. Wahnsinn, dreimal haben wir noch nie. Dann ziehe ich mal den nächsten. Ich habe mich übrigens aus der Liste komplett rausgenommen. Ah, vielleicht kann ich da wieder gewinnen. Ich hoffe, ah, guck mal da. Ich bin Cepu und ich war auch dabei. Cepu, das ist, Cepu ist tatsächlich schon oft dabei gewesen in den Streams und hat auch schon mit mir gespielt. Ich gehe stark davon aus, dass du das meinst. Somit hast du gerade so gewonnen, Cepu. Das kann man auf jeden Fall als Antwort deuten. Chapeau an dich, Monsieur. Somit bekommst du die Stat-Track Mac 10-Aller. Schreib bitte unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge deiner Kanalbeschreibung deinen Trade-Link hinzu. Vielen Dank. Das ist übrigens die hier, die gerade gewonnen wurde. Und wir machen noch eins. Und zwar haben wir noch diese CZ75 Auto Eco rausgehauen im CZ75 Top 10 Video. Dann mache ich hier noch alles ready. Sodele, die extrem schwere Rechnung noch klatschen und vielen Dank für 22 Kommentare. Bisschen wenig, Leute. Ich glaube, man musste dann hier einfach nur schreiben, was die eigene Top-Liste ist. War kurz irre Flash bei der Silver. Legendary Wombi Bombi. Wombat, schade, da bist du leider auch nicht dabei, weil du halt hier eine Liste hättest schreiben sollen oder zumindest deine Lieblings Wumme. Man soll seine eigene Liste schreiben, habe ich hier stehen. Ich muss leider jemand neuen ziehen. I'm so sorry, Wombi. Ich verraff das jedes Mal. Ich denke immer, es geht dann direkt los. Und wir haben hier, spiele keine CZ, aber Sodele. Nike, du hast somit die Eco gewonnen und also deinen dritten Platz und dann sogar einen Steady Track. Ich hoffe, du freust dich, Monsieur. Bitte hier unter dem Video melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und deinen Trade-Link bitte einmal hier in deiner Videobeschreibung hinzufügen. Dankeschön. So, jetzt haben wir noch drei Giveaways offen. Das heißt, hier machen wir erstmal den Deckel zu. Ich freue mich natürlich trotzdem extrem über eure Kommentare. Das ist ganz klar. Ich bin jetzt auch die letzten 2-3 Tage recht gut vorangekommen mit Kommentare beantworten. Ab und an sind es halt wirklich so schöne Kommentare, die sehr lang sind. Und da schreibe ich dann natürlich auch dementsprechend lange zurück. Also je nachdem, worum es eben geht. Zum Beispiel war jetzt gerade vor kurzem ein Kommentar, der mir sehr gefallen hat über die Meckerliesigkeit der Community von wegen... Die Devs können nichts richtig machen. Sie bringen was raus, scheiße. Sie bringen nichts raus, auch scheiße. Also da haben wir uns beide ziemlich lange ausgelassen über diese ganze Geschichte. Ja, also ich bin dran. Ich lese eure Kommentare zu 100% und beantworte sie dann auch. Also ich lese nicht durch und beantworte sie dann irgendwann, sondern die Kommentare sind komplett ungelesen und dann hocke ich mich hin, lese, beantworte direkt, dass ich halt, ja... So macht man das halt. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder wieder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Der letzte Stream, also gerade vergangenen Freitag, war so nice. So viele neue Gesichter, es hat so Bock gemacht, so viele Spiele, die wir gespielt haben. Ich hoffe, das wird am Dienstag, also morgen, genauso sweet. So, ja, dann bis dann. Bye, bye. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.